Hallo, ich bin der Maximilian, ich bin Werbefotograf. Ich habe mich mit der Wirlight innerhalb dieses Fotoshootings für die Wirlight auseinandergesetzt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Wirlight tatsächlich unglaublich angenehm leuchtet. Mit unglaublich angenehm meine ich auch einfach hier oben, wo die Lichter anfangen zu leuchten, blendet überhaupt nichts. Es sind ganz kleine Lichtpunkte, die hier funktionieren. Die Verarbeitung ist total kompakt. Und trotzdem hat man hier auf dem Tisch, wenn ihr hier schaut, du hast überhaupt gar keine harten Schatten. Was mir sehr gut an der Wirlight gefällt, ist Folgendes. Wenn ihr hier schaut, das ist mir aufgefallen einfach, weil ich natürlich in meinem Beruf einfach unglaublich viel mit Licht zu tun habe. Mit viel Licht, wenig Licht, hartem Licht, weichem Licht, gerichtetem Licht, alle möglichen an Licht, und ohne Licht geht einfach gar nichts bei mir. Deswegen bin ich für Licht, auch Beleuchtung im weiteren Sinne, ziemlich sensibel und empfindlich. Also mir fällt es doch schon sehr auf, wenn ich irgendwo reinkomme bei Kunden oder bei mir selbst zu Hause, wie das Licht im Raum und auf Oberflächen funktioniert. Ich glaube, das klingt auch etwas verrückt, aber es ist, wenn man sich darauf mal konzentriert, doch sehr interessant. Wenn ihr hier schaut, auf dem Tisch, ja, ihr habt hier die Vase, das heißt so ein bisschen Deko einfach auf dem Arbeitstisch. Und ihr habt hier einen ganz tollen Schattenwurf. Also es ist überhaupt kein unruhiges oder hartes Schattenrumgewerfe, was hier auf dem Tisch funktioniert, sondern es ist wirklich ganz soft, ganz weich und hat eine ganz hohe Brillanz, die einfach auch super angenehm ist, hier zu sitzen. Also ich sitze sehr gerne hier in diesem Büro, wenn ich hier zu Gast bin, sehr gerne jetzt in diesem Raum. Ich bin, wie gesagt, sehr oft in den Büros meiner Kunden unterwegs. Mir fällt auf, in, ich denke, 80% der Büros, die ich besucht habe oder bei Kunden, bei denen ich war, dass die Beleuchtung an den Arbeitsplätzen und in den Büros selbst eher, ja, unangenehm kontraproduktiv sind. Absolut kontraproduktiv für die Performance, die man da 8-9 Stunden bringen soll. Und ich glaube, die Leute unterschätzen den Faktor Beleuchtung immer ziemlich hart. Beziehungsweise die Wirlight, abgesehen von der Luftreinigung, also von der luftreinigenden Funktion, die sie mitbringt als Mehrwert, ist ja offensichtlich das Hauptmerkmal, dass sie auch leuchtet.